Die Parabel P hat die Funktionsgleichung y ist gleich 0,5x² plus 4x minus 2. Überprüfe durch Rechnung, ob die Punkte a minus 1 minus 5,5 und b 2, 6 auf der Parabel P liegen. Wir fangen mal mit Punkt a an. Wie wir wissen, jeder Punktkoordinaten hat einen x- und einen y-Wert. Und um zu überprüfen, ob jetzt dieser Punkt auf der Parabel P liegt, setzen wir für alle x der Funktionsgleichung erstmal die x-Koordinate von a ein und berechnen dann den Funktionswert, und wenn dann minus 5,5 rauskommt, liegt dieser Punkt auf der Parabel. Das kann man übrigens auch mit dem Taschenrechner ausrechnen, zum Beispiel über die Table-Funktion oder über Calculate und dann Value. Wir machen es aber über Einsetzen. Also für den Punkt A mit minus 1 minus 5,5 gilt folgendes. Y ist gleich und jetzt 0,5 mal die x-Koordinate von A zum Quadrat plus 4 mal die x-Koordinate von A minus 2. Vereinfachen wir das noch. 0,5 mal minus 1 zum Quadrat ist 1, plus mal minus ist minus, 4 mal 1 ist 4, also können wir gleich schreiben, minus 4 und dann minus 2. Nächster Schritt, minus 4 minus 2 ergibt minus 6, 0,5 mal 1 ist 0,5, also 0,5 minus 6 und das sind minus 5,5. Und wir schauen jetzt nach, aha, der Wert ist identisch, daraus schlussfolgern wir, a liegt auf der Parabel. Das gleiche machen wir jetzt für den Punkt b. Mit den Koordinaten 2, 6. Y ist gleich 0,5 mal die x-Koordinate von b zum Quadrat plus 4 mal die x-Koordinate minus 2. Vereinfachen wir wieder. 0,5 mal 2 hoch 2 sind 4 plus 4 mal 2 sind 8 minus 2. So, letzter Schritt. 0,5 mal 4 sind 2. 2 plus 8 sind 10. 10 minus 2 sind 8. Und stellen wir fest, aha, ist nicht identisch. Und daraus folgt dann, der Punkt B liegt nicht auf der Parabel P. Und damit sind wir fertig.